Guten Morgen. Also für mich guten Morgen, bei euch ist es jetzt, wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich abends. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eine kleine Videoreihe geplant und zwar eine Reihe von Full Face of First Impressions. Ganz einfach, weil ich solche Videos über alles liebe. Ich liebe es, wenn ich YouTuber sehe, die neue Produkte ausprobieren. Oder halt Produkte, die sie noch nicht kennen, die müssen ja nicht mal neu sein. Und ich wollte meine Make-up-Sammlung ein bisschen erweitern, ein bisschen mehr ausprobieren und da dachte ich, ich mach das mal. Ja, und ich werde sämtliche Online-Shops, sämtliche Drogerien, alles abklappern. Ja, und mir immer für ein Full-Face ein Make-up zusammenstellen und das dann vor der Kamera ausprobieren. Heute ist zuerst Douglas an der Reihe. Und ich habe vor Monaten, also ich habe mein Trinkgeld darauf gespart und vor Monaten habe ich ausgesucht, was genau ich mir holen werde. Und zwar habe ich das mit einem Würfel entschieden. Ich habe immer 6 Produkte auf die Wunschliste von einer Kategorie gepackt und habe dann den Würfel entscheiden lassen, was ich mir geholt habe. Die Produkte habe ich jetzt auch alle schon hier. Yeah. Das Paket ist erst gestern angekommen, deswegen hätte es keinen ungünstigeren Zeitpunkt geben können, an dem ich das Video drehen muss. Weil ich muss es jetzt drehen, weil ich hätte die Produkte sonst heute sowieso ausprobiert aus reiner Neugier. Und dann wären es keine First Impression mehr für das Video, deswegen, ne? Und ich wollte nur mal sagen, es ist 6.30 Uhr. Und ich muss 7.30 Uhr fertig sein, weil ich dann ins Nagelstudio muss. Ich bin am Zweifeln, ob ich bis dahin mit Video das Make-up fertig habe. Und ja, danach muss ich auf Arbeit. Und als Primer habe ich mir bestellt den Becca First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh. Genau. Kommt in diesen kleinen süßen Karton. Und hier haben wir den Primer. So, da muss man hier erstmal so eine kleine Metallkappe abmachen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich wollte einfach auch mal mehr High-End-Make-up haben. Oh, okay. Ah, er ist lila, okay. Alles klar. Und er hat so einen kleinen pearligen Glanz drin. Der riecht mega gut. Und zieht wirklich wie eine Creme ins. Das verleiht nochmal so einen Glow. Logisch, wenn er dran so ein bisschen pearliger Glanz ist, aber das ist cool, weil der Pearl-Glanz ist halt genau wie auf der Verpackung irgendwie. Das ist schon ziemlich cool. Es zieht auf jeden Fall richtig schön ein, wie eine Tagespflege. Und ja, ich habe das Gefühl, gerade hier auch wirkt meine Haut glatter ein bisschen. Also die Poren sind nicht ganz verschwunden, logisch, aber sie wirkt auf jeden Fall ein bisschen glatter, gerade hier so in dem Bereich. Nicht zu stark parfümiert, aber so ein ganz dezenter Duft. Wirklich so wie ein weicher Duft. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Weiter geht's mit den Augenbrauen. Da habe ich ja jetzt ein Gel von Florence by Mills von Millie Bobby Brown. Genau, da habe ich jetzt quasi das Gel davon. Deswegen werde ich auffüllen, also meine Augenbrauen auffüllen, erstmal mit dem Augenbrauenstift von Art Deco Ultra Fine Brow Liner in der 25. Genau, hier haben wir jetzt das Eyebrow Gel von Florence by Mills. Und oh mein Gott, die Verpackung. So schön. So, Bürste ist schön klein, das finde ich gut. Ja, das Gel ist ganz schön dunkel, aber perfekt für buschige Augenbrauen. Die Frage ist halt auch, ob es die Augenbrauen nach oben hält oder ob die dann wieder ihr Ding machen. Ich finde auf jeden Fall gut, dass das Bürstchen schön grazil und klein ist. Ja, meine Augenbrauen sehen jetzt natürlich schrecklich aus. Ich bin mit Eyebrow Gel nicht so begabt. Machen wir weiter mit Lidschatten und gleichzeitig aber auch meine Augenbrauen ein bisschen sauberer machen. Wie findet ihr eigentlich so Full Face of First Impression Videos? Genau, machen wir weiter mit einer Eyeshadow Base. Und zwar eine, die ich schon ewig ausprobieren wollte. Ich hatte keine andere Wahl, die musste mit. Und zwar ist das die Eyeshadow Base von Anastasia Beverly Hills. Und ich habe ja öfter mal gehört, dass die nicht so für trockene Augenlider sein soll. Meine sind nicht unbedingt trocken, aber neigen dazu, ab und zu mal ein bisschen schuppig zu werden, wenn ich sie nicht ausreichend pflege. Süß. Oh, der ist ja gar nicht weiß.
Cool. Ich dachte, der wäre weiß. Nee, der ist ein bisschen hautfarben, das ist sehr gut. Boah, das reicht ja hier für beide Augenlider, was ich mir jetzt hier drauf geklatscht habe. So, und damit kann ich nämlich auch gleich mal die Augenbraue hier ein bisschen sauber machen. Wow, der ist ja mega geschmeidig. Wahnsinn. Ich dachte, viele haben immer erzählt, dass der so trocken ist. Und da dachte ich jetzt, da habe ich ein bisschen Probleme damit, das zu verteilen. Aber nö, überhaupt nicht. Und mega ergiebig auch. Ja, man merkt schon, jetzt trocknet er schon ein bisschen an. Ja, sehr gut. I love it. Lidschatten habe ich mir die Armed and Gorgeous Palette von Jaclyn Hill & Morphe geholt. Mhm. Das ist das gute Stück. Und, oh ja, ja. Ja. Ihr seht schon, das sind meine Farben. Gerade dieses Grün und hier und da und, mhm, ja. Das schreit meinen Namen. So, oh Gott, was mache ich denn? Ich gehe nochmal kurz mit meinem Puderpinsel hier drüber, um das so ein bisschen zu setten. Da ist ja noch ein Rest Puder dran. Ich habe eigentlich vor ein paar Tagen meine Pinsel gewaschen. Die sind irgendwie schon wieder komplett dreckig. Ich weiß nicht, was ich mache. So, ich nehme zuerst so einen Angled Brush. Ich gehe erstmal in Prowl und gebe mir das in den Außenwinkel. Kickback ist fast kaum da, aber es kommt schon ordentlich was auf den Pinsel. Pigment is there. Ich hätte ja ein grünes Auge gemacht und ein orangenes, aber ich muss halt dann noch auf Arbeit. Und gehe in Top Secret, in das Grün. Und blende das hier so ein bisschen rein. Ja, geil. Oh, ich liebe so Army Green. So, dann nehme ich mir einen Blendepinsel. Ich gehe mal in Secure und blende hier oben das so ein bisschen rein. Ja, Elfriede. Ja. So, und jetzt gehe ich nochmal in Prowl, um das ein bisschen zu vertiefen. Lassen sich wirklich sehr gut ineinander blenden und verarbeiten. Also die funktionieren zusammen wirklich sehr gut und ich finde die Zusammenstellung der Palette auch super. Das sind wirklich außergewöhnliche Farben, aber ich weiß halt direkt, was ich damit anfangen kann. Natürlich. Es führt kein Weg dran vorbei. Muss jetzt noch Glitzer drauf. Und dann nehme ich mir nochmal die Eyeshadow Base und ziehe mir eine Cut Crease. Und am besten passt, glaube ich, dazu Classified. Mhm. Oh, das ist schön weich. Das lässt sich, glaube ich, relativ gut aufnehmen. Kann so richtig reindrücken. Ah, jetzt. Ich glaube, ein Finger ist mal besser bedient, aber ich glaube, dann zerstöre ich die Cut Crease. Wenn man es so richtig drauf presst, funktioniert das gut. So, ich gehe jetzt nochmal in Top Secret in das Grün und blende das hier nochmal so ein bisschen rein. Cool, das lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dem Glitter verbinden. Jetzt gehe ich in VIP und gebe mir das in den Innenwinkel und unter die Augenbraue, denn das schreit förmlich nach Highlighter. So ein reines Weiß-Silber-Pearl. Cool. Eyeliner habe ich von Clinique, den Pretty Easy Liquid Eyelining Pen. Sieht so aus. Das ist so ein Felt-Tip-Liner und damit, der ist sehr spitz, sehr schön spitz. Ich glaube, damit kann man echt einfach einen Eyeliner ziehen. Oh, oh mein Gott! Und er trocknet einfach so schnell, dass wenn ich meine Augenticks habe, habe ich ja immer das Problem, wenn ich Eyeliner oder Mascara auftrage, dann habe ich so einen Augentick, dass ich so nach oben gucken muss. Und er ist einfach so schnell angetrocknet, dass ich mir meinen Lidschatten nicht versauere. Das ist ja spitze. Clinique ist Tourette approved. Das ist super. Foundation, darauf war ich ja mit am meisten gespannt. Und zwar habe ich die Zoeva Authentic Skin Foundation in 030N Ambition, also neutraler Unterton. Ich bin ja
jetzt weder sehr kühl noch sehr warm. Ja, ich denke, das dürfte sehr gut passen. Oh nee, ich werde, glaube ich, mal kein Color Correcting machen. Da können wir gleich mal gucken, ob die Foundation das abdeckt. Aber das ist eine Luminous Foundation, also für Glow stehe ich ja zurzeit total drauf. Da denke ich mal nicht, dass das so krass abdeckt. Ich habe mich ja schon so auf die neue Foundation gefreut, weil ich habe halt gefühlt durch die Face Awards, 99% meines Make-ups sind von NYX. So, und ich wollte halt einfach mal mehr ausprobieren. Mehr Marken, weil auch mehr High-End. Und Manfred und Herbert sind abgedeckt. Beauty Blender trägt, also sorgt ja noch mal so ein bisschen von der Foundation auf, heißt, da wird es nicht ganz so deckend. Und trotzdem sind die Pickelchen, die ich habe, soweit ganz gut abgedeckt. Ja, also schöner Glow. Die Farbe gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gibt so ein bisschen Frische und ein bisschen Leben ins Gesicht. Also ich finde die super. Endlich mal eine High-End Foundation, die funktioniert. Also, die funktioniert, was Quatsch, das ist meine erste High-End Foundation. Ich hoffe nur, sie dunkelt nicht krass nach, weil so passt die Farbe eigentlich schon perfekt. Mal gucken. Concealer hatte ich ja, glaube ich, eigentlich von MAC ausgesucht. Der war dann nicht mehr vorrätig, aber ich habe mir einen von e.l.f. geholt. Von e.l.f. in der Farbe Light Ivory. Finde ich auch für schön. Hydrating Camo Concealer. Satin Finish. Hydrating ist gut, Camouflage ist gut, wegen meinen Augenringen des Todes. Wow. Also so einen dicken Applikator hatte ich noch nie. Das ist ja dann bestimmt wie Shape Tape, ne? So ähnlich. Wow. Also ich habe kein Color Correcting gemacht und mein Augenring ist bei der ersten Schicht schon gedeckt. Das ist ja krass. Der Concealer hat nur 5 Euro gekostet. Der ist günstiger als der von NYX und der hat das nicht geschafft. Ich bin begeistert. Also der Concealer war bisher das günstigste Produkt und ich bin wahnsinnig begeistert von denen. Ich meine wirklich, ich habe eine Schicht unter meinen Augenringen gebraucht und die sind abgedeckt. Sie sind weg. So, und das habe ich mit Color Correcting und 3 Schichten Concealer bei meinen alten Concealer nicht geschafft. Das ist super geil. Ich freue mich, ob der bist. Puder habe ich auch ein Produkt, was verschiedene Influencer so oft in Videos hatten, was ich unbedingt ausprobieren wollte. Und zwar ist es das Translucent Loose Setting Powder von Laura Mercier. Oh mein Gott, habe ich euch schon gesagt, wie viel dieser Einkauf gekostet hat? Zu viel. Es ist zu früh. Ich gebe erstmal ein bisschen was in den Deckel und sette erstmal meinen Concealer und ich bin wirklich immer noch begeistert von dem Concealer, weil er kaum in die Fältchen zieht. Und das Puder von Laura Mercier ist ja auch nicht weiß. Heißt, es dürfte eigentlich jetzt bei Fotos nicht so reflektieren. Und tupfe da mit meinem Puderpinsel, der natürlich nicht sauber ist, einmal rein, klopfe ein bisschen ab und dann tupfe ich das so in den Rest meines Gesichtes so ein bisschen ein, damit dieses Luminous von der Foundation nicht so ganz verloren geht. Aber ohne Setten kann ich echt nicht über den Tag. Das geht nicht. Ja, ein bisschen kommt der Glow von der Foundation noch durch, das ist sehr gut. I like it, I like it. So, als nächstes. Elfriede, was machst du da? Die klettert die Fensterscheiben hoch. Elfriede. Hallo? Geht's noch? Und dann kommen wir auch schon zur Kontur bzw. Bronzer. Und da habe ich den Hoola Light mir eingepackt. Und ja, den Pinsel werde ich sicherlich nicht nehmen. Also diesen. Das, nein. 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 Mm-mm. Ich habe auch den Hoola Light genommen, weil der halt einfach, naja, ich bin halt nicht so gebräunt. So, ich gebe hier auch mal ein bisschen großflächiger was drauf, dass ich nicht so tot wirke. Aber der ist schön weich, lässt sich gut verblenden.
bin gar nicht mehr so. Früher habe ich echt dunkle Farben zum Konturieren benutzt. Aber das sieht dann halt aus wie so Kackestreifen im Gesicht. Will ich nicht mehr. Ich bin jetzt eher so ein sanfter Konturtyp. Rouge habe ich von NARS. Mein Blush von NARS. In der Farbe Super Orgasm. Orgasm reicht mir nicht. Ich brauche Super Orgasm. Also es ist halt einfach ein super schönes Altrosa mit goldenem Glitzer drin. Seht ihr das? Oh ja. Oh ja. Das wird nicht fleckig. Super schön weich. Das wird nicht fleckig. Hat mich jetzt schon überzeugt. Jetzt mache ich mal noch Highlighter und Setting Spray und dann muss ich ins Nagelstudio. Der Highlighter ist von Laura Mercier auch wieder. Der ist ja groß, wow. Die Verpackung finde ich auch wieder sehr, sehr schön, sehr edel. Und da ist ein riesen Spiegel drin, das ist sehr cool. Und oh, nice. Wow. Das ist kein krasser Highlighter, aber das ist ein wirklich schöner Glow. So richtig schön natürlich. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Man kriegt damit auch mehr Glow hin. Der lässt sich aufbauen. Aber es bleibt halt so ein Glow halt. Ein Schimmer einfach nur. Und ich muss sagen, so flawless sah meine Haut noch nie aus. Also die Produkte machen echt was aus. Ob man jetzt Drogerie nimmt oder ob man einfach mal zu höherwertigen Sachen greift. Was nicht heißen soll, dass Drogerieprodukte nicht gut sind. Aber ich merke halt schon einen gewaltigen Unterschied. Gut, Mascara. Habe ich die Perversion Mascara von Urban Decay. Geiles Packaging. Die macht echt schöne Wimpern. Die verklumpen nicht. Werden schön lang. Aber durch mein Unkönnen tusche ich natürlich wieder alles, noch nicht meine Wimpern. So, und zwischenzeitlich mache ich jetzt einfach mal schnell schon Setting Spray drauf, weil ich halt echt gleich los muss. Und zwar haben wir hier von Anastasia Beverly Hills das Dewy Set Setting Spray. Oh. Oh, wie geil riecht das denn bitte? Oh, das riecht nach Honig. Oh ja, das riecht nach. Oh, das riecht nach so Luxushonig. Und das Spray ist wirklich fein. Aber es kommt echt gut was aufs Gesicht. Das ist ja super cool. Genau, ich muss jetzt auf jeden Fall los zum Nagelstudio. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder, dass ich das zu Ende machen kann. Eine Stunde später. Ich bin zurück aus dem Nagelstudio. Und guckt euch das mal an, das sieht so cool aus. Oh yeah. Weiter im Programm. Ich würde sagen, ich mache hier unten mal noch was. Und zwar gehe ich in Access und gebe das unter meine Wasserlinie. So, und hier hinten rein gehe ich mit Smooth Criminal. Und dann kommt der Lippenstift, den ich mir bestellt habe. Und zwar ist der von NARS, der Loaded Lip Lacquer in Young Hearts. Ein schönes Nude und ich liebe die Verpackung. Ja, dass man nicht perfekt zum Look passt. Ein richtig schönes Nude. Der ist ja schon sehr glossy. Hätte man vielleicht auch erwarten können. Bei Lacquer. Also ist wirklich sehr natürlich. Fast wie meine eigene Lippenfarbe und klebt so ein bisschen. Und so nur ganz, ganz wenig. Bin ja eher so Fan von Liquid Lipsticks, die dann matt werden und dann halt auch mega lange halten. Deswegen die Liquid Suede Lipsticks von NYX sind halt meine absoluten Favorites. Ja, Gloss mag ich nicht so. Was habe ich mir noch gekauft? Ein Gloss. Und zwar Lip Injection Extreme von Too Faced. Instantly Sexy Lips. Macht natürlich viel Sinn, jetzt noch ein Lipgloss über einen Lip Lacquer drüber zu machen. Aber das sieht einfach so cool aus. Der ist so ein bisschen holographisch. Deswegen muss ich den einfach mal haben.
Oha. Der riecht ja richtig nach Gummibärchen. Das sieht gut aus. Der fühlt sich nicht klebrig an, sondern eher nass, was ich echt gut finde. Und wenn man einfach nur mal ein klares Gloss auf den Lippen tragen möchte, mega schön. Aber irgendwie, meine Lippen brennen. Muss das so? Macht das jetzt meine Lippen größer? Also die wirken irgendwie schon größer. Aber macht das anatomisch meine Lippen auch größer? Instant Long-Term Lip Plumper. Das fühlt sich irgendwie wirklich gerade an, als wären meine Lippen von innen aufgepumpt. Auf der Verpackung steht noch: Apply day and night to naturally and dramatically hydrate, nourish and increase lip volume. Also man kann, soll das auch nachts auftragen, um seine Lippen größer zu machen. Und das heißt ja auch Lip Injection. Also ich glaube, das soll so sein. Jetzt hat es auch aufgehört zu brennen. Ich glaube, das soll wirklich die Lippen größer machen. Man kann auch so ein bisschen, es gleitet quasi aufeinander rum und bleibt da, wo es ist und verschmiert nicht. Das ist gut. Weil bei Lipgloss, ich nehme eigentlich Lipgloss nicht so gerne, weil das halt so schnell weg ist, wenn man einmal draufkommt. Was ich nicht so geil finde, wenn man einmal draufkommt, dass direkt die Foundation abgeht. Hier in deiner Nase. Ich habe jetzt nur ein Haar weggemacht und meine Foundation trägt sich ab. Das finde ich nicht so cool. Und mein Akku ist alle. Wunderbar. Dann zeige ich euch mal noch schnell die Wimpern, bevor der Akku alle ist. Genau, von Allure. Ja, ihr wisst. Diese Wimpern. Und es ist schon 9.55 Uhr und ich muss 10.10 Uhr fertig sein. Und ich muss noch ein bisschen sauber machen. Deswegen werde ich die jetzt nicht aufkleben, sondern werde mal einen separaten Make-up machen und die dann aufkleben und euch dann zeigen. Genau. Bis dahin, bleibt fresh. Die Wimpern fand ich tatsächlich total schön. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass das Wimpernband sehr dick war. Und da ich sowieso relativ untalentiert im Wimpernaufkleben bin, ist es mir lieber, wenn das Wimpernband immer schön dünn und filigran ist. Dass es eben halt auch überall gut hält und nicht innen oder außen wieder abgeht und dann so absteht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Video, kommentiert, wie ihr solche Full Face of First Impressions findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye!